Guten Morgen, Deutschland. Kommt rein. So, Sportsfreunde, wir sind jetzt hier in Dortmund. Da kämpft mein Teamkollege, der Tasso. Wir machen jetzt einen Weightcut. Da starten wir heute schon. Wir haben noch 2 Tage bis zum Kampf. Wir haben jetzt nicht mehr viel zu machen. Nur noch so 1,7 Kilo. Sowas müssen wir noch machen. Deswegen machen wir heute sein Gewicht, dass er ausschlafen kann. Morgen früh stehen wir um 8:30 auf, machen uns ready, gehen runter über die Waage und dann heißt es wieder aufladen. Weight Cut in der Regel startet eigentlich so 10 Tage vorher oder 7 Tage, je nachdem. Bei ihm war es jetzt ein bisschen früher, er muss ein bisschen mehr über Diät machen. Bei mir zum Beispiel, ich kann viel über Wasser machen, ich schwitze relativ viel, da ist ja von Charaktertyp unterschiedlich. Also er kann über Wasser nicht so viel machen, deswegen musste er 10 Tage vorher starten. Kuckuck. Ingo sagt, ja, 37. Also, das ist ein bisschen zu kalt. Wir mussten improvisieren. Gab es keinen Stöpsel für den Abfluss irgendwie? Nee, das war undicht wieder. Und dasselbe Problem hatten wir schon mal bei meinem Wettkampf. Wo war das? In Frankfurt, bei meinem zweiten Kampf. Bittersalz, das entzieht dem Körper dann noch mehr das Wasser. Also Wasser rausziehen. Bei Super Fight League, in Mumbai waren wir da, hatte ich sonntags oder samstags hatte ich noch einen Kickboxkampf. Genau, meine Hausgala, den hatte ich gewonnen, samstags. Dann bin ich Montag nach Mumbai geflogen. Also es war nicht klar, dass ich kämpfe. Also ich bin ja als Betreuer mitgekommen. Da haben sie mich gefragt, ob ich nächstes Wochenende kämpfen möchte in der Finalshow. Wer dich kennt, kennt wahrscheinlich die Antwort auch. Und das war mein erster Short-Notice-Kampf. Und so ging es dann los. So ging es dann los mit den ganzen Short-Notice-Kämpfen mehr oder weniger. Und da habe ich dort gekämpft im Finale bei der Show. Mein dritter MMA-Profikampf, den habe ich dann schon im Ausland gemacht in Indien. Habe den dann vorzeitig durch Ground and Pound gewonnen. Der ist nicht mehr angetreten in die zweite Runde. Also der hat schon in der Ende der ersten Runde harte Ellbogen von mir bekommen und hat dann wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt. Ja. Decken wir ein bisschen ein mit Handtüchern, dass die Wärme im Körper bleibt. Tun wir den Kopf nochmal hoch. Okay. Danke dir. Deine Decke noch. Nicht, dass den Arm friert. Nicht, dass ich kalt wird. So, decken wir. So, und jetzt heißt es nochmal nachschützen. Ja, wie ihr seht, das alles ist nicht ohne, aber... Geile Sache. Also ich sehe es, für mich persönlich gehe ich an den Weight Cut positiv ran. Ich sehe es als Reinigung von Körper und Geist. So, an alle Fans da draußen, alle Zuschauer, die jung wird, wirklich beobachten, unterstützen. Ich kann nur eins nur euch auf die Hand legen. Seht ihn als Vorbild. Wie er das Ganze angeht, wie er mich motiviert oder wie er motiviert ist. Er ist irgendwie ein großer Bruder für mich und ich sehe ihn wie ein Vorbild. Jetzt Schnauze halten und schlafen. Gewicht machen. Genug Honig ums Maul geschmiert. Was muss sein und jetzt wird geschützt. Da fühle ich schon mit, natürlich. Aber Mitleid oder so, Mitleid ganz bestimmt nicht. Und warum bist du eigentlich so nah mit der Kamera? Einer reicht normal, aber doppelt halt besser. Und ihr wisst ja, mit Code The Geld gibt es gratis blaue Augen. Kannst du ein bisschen Fernsehen gucken? Dann, wenn du kommst, wenn ich wach bin, sehen wir uns ja, wenn ich schlafe, ich dann schon. Ja, ich nehme Karte mit. Ja, nimm selbst mit. Ciao. So, also Gewicht erledigt, es passt, punktgenau und Füße stillhalten, er darf nichts trinken, nichts essen, eine Punktlandung wird es dann morgen und dann passt es.
So, was machen wir jetzt? Wie, was machen wir jetzt? Ja, essen gehen um 23.14 Uhr. Was hat noch auf? Natürlich McDonald's nur. Aber, ja, gibt ja auch einen Salat, oder? Salat und ein Wrap eventuell, weil ich muss jetzt langsam mit meinem Gewicht, mit meinem Gewicht sollte ich langsam wieder runter. Was filmst du? Mein Essen? Ja. Meins? Ja. Ja, und was mit deinem? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, dein Big Mac Menü mit Pommes und Mayo. Ja, für mich geht schon. Macht satt wenigstens. Einigermaßen. So, Sportsfreunde, das war's für heute. Langer Tag. Ich bin seit 5:30 wach und ja, jetzt wird es Zeit, ins Bett zu gehen. Ist noch schön von McDonald's was gegessen. Von daher kann ich jetzt bestimmt gut schlafen und bin dann morgen wieder ready. Und dann gehen wir über die Waage und dann kriegt der Tascho auch was zum Essen. Und ja, dann sehen wir uns eventuell beim nächsten Vlog. So, jetzt, mir geht's super. Gestern Abend haben wir das Gewicht gebracht, 66,1. Und jetzt warten wir nur, bis wir auf die Waage drauf gehen können und dann wieder nachladen können. Mir geht's super, hab richtig Bock, bin froh, dass ich es geschafft habe. Und ja, jetzt nur noch auf den Samstag warten und den Spaß richtig haben dann. Wie sich für einen Sportler gehört, natürlich Rühreier. Rühreier, Brötchen und nicht zu viel jetzt essen. Langsam mit dem Gewicht wieder runter. Also bevor wir anfangen, das ist eines der schönsten Gefühle, die es gibt nach dem Weight Cut. Wirklich. Das Gewicht erfolgreich geschafft zu haben. Das ist auf jeden Fall. Nach einem großen Fehler, den ich hatte am 17. Dezember. Und es ist ein der schönsten Gefühle, die es gibt, jetzt essen zu dürfen. Wirklich, was du willst, so viel du willst. Ja, aber immer noch gesund. Aber jetzt keine Scheiße aufladen. Nee. Sondern auch danach, nach dem erfolgreichen Kampf dann, am Samstag, dann kannst du Scheiße essen mal. Aber das hier reicht auch schon. Das ist auch schon Paradies für mich gerade. Das Brot, das Ei. Wie viel wurde eingehoben? 65,9. 66,3 sollte ich Maximum haben. Das wollten wir eigentlich auch haben, aber. Ist dann über Nacht noch so viel rausgehen? Genau, weil nach dem Weight Cut, nach den drei Durchgängen, hatten wir 66,4. Dachten wir, okay, 100 Gramm werden wir durch Nacht verlieren. Aber waren doch ein bisschen mehr, 500 Gramm jetzt. Aber es ist top. Ein bisschen besser als weniger als mehr. Du musst auch das erste Mal, wenn du über die Waage gehst, dein Gewicht haben. Weil nochmal nachmachen. Das ist Katastrophe. So, Sportsfreunde, also das war's jetzt mit dem Weight Cut und haben wir erfolgreich gemacht. Gut gemacht. Und ja, dann ist morgen dann der Kampftag und dann begleitet ihr euch, ihr uns mit. So. Ja. Also, dann bis morgen. Jetzt Schnauze halten und schlafen.